wieder neue Fragen für dich erhalten. Heute behandeln wir das Thema Schadenersatz im Zusammenhang mit Ärzten. Mhm. Was versteht man genau unter Schadenersatz und wann steht mir dieses zu? Ja, danke für die Frage. Schadenersatz ist ein Klassiker eigentlich bei uns im Zusammenhang mit der Arzthaftung. Ist es oft so, wenn ein Schaden aus einer Behandlung resultiert, frage ich mich, kann ich den geltend machen? Fragen uns Mandanten, wie kann ich den geltend machen? Was ist die Voraussetzung? Mal grundsätzlich klassisch Schadenersatz bekomme ich immer, wenn ich einen Schaden habe. Ich brauche ein Verschulden, ich brauche eine rechtswidrige Handlung. All das muss gegeben sein, damit ich einen Schadenersatz auch bei einer Behandlung geltend machen kann. Und steht mir auch Schadenersatz zu, wenn ich über eine ärztliche Behandlung nicht richtig aufgeklärt werde und nun darunter leide? Ja, das kommt auch immer wieder, diese Frage. Wenn ich keinen direkten Schaden habe im Sinne einer jetzt nicht lege artes Behandlung, sondern ich habe zum Beispiel bei der Wundnachversorgung ein Problem, ich habe eine längere Dauer, als ich erwartet habe, bis ich wieder die behandelte Stelle voll einsatzbereit ist. Wenn ich darüber nicht aufgeklärt wurde, dann habe ich auch hier die Möglichkeit, Schadenersatz geltend zu machen. Deswegen ist es ganz wichtig, als Arzt, als Ärztin, hier vor der Behandlung, vor der Heilbehandlung den Patienten, die Patientin gut aufzuklären und das auch zu dokumentieren. Super. Und wie schaut es aus mit der Operationsaufklärung, wenn der Arzt beispielsweise einen Tag vor dem Eingriff mich über Nebenwirkungen und Folgen aufklärt? Das hängt immer davon ab, was für eine Operation das ist. Also zum Beispiel bei lebenserhaltenden Maßnahmen, wenn es jetzt wirklich darum geht, ich habe einen Unfall, wer am nächsten Tag operiert, dann wird der Tag davor auch reichen oder vielleicht braucht es gar nicht so viel Zeit dazu. Wenn eine Patientin im Koma liegt, es müssen schnell Eingriffe erfolgen, um das Leben zu retten, dann brauche ich beispielsweise gar keine Einwilligung mehr einzuholen, weil einfach das Leben hier des Patienten, der Patientin im Vordergrund steht und die Einwilligung nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann. Es gibt aber auch Gesetze, wo Fristen vorgesehen sind, zum Beispiel bei Schönheitsoperationen, bei kosmetischen Eingriffen. Hier ist gesetzlich in Österreich geregelt, dass 14 Tage vorher die Einwilligung eingeholt werden muss, bevor der Eingriff erfolgt. Also beispielsweise bei einer Nasenkorrektur, die nicht medizinisch notwendig ist, wo es einfach darum geht, dass die Nase eine andere Beschaffenheit haben soll, ein rein kosmetischer Eingriff. Da habe ich 14 Tage vorher die Verpflichtung als Arzt, als Ärztin, mir die Einwilligung zu holen. Dann muss dieser Zeitpunkt abgewartet werden, diese Fristen 14 Tage, und dann erst kann ich die Operation vornehmen. Vielen Dank für die informative Beantwortung und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Leila.